coole Fotos machen. Hallo ihr Lieben. Hi. Herzlich willkommen zu DIY-Inspiration und herzlich willkommen in Köln. Wir sind in Köln beim Candy Museum. Ja, und im Pop-Up sozusagen Museum. Hier kann man richtig, richtig coole Fotos machen für Instagram oder jegliches. Mhm. Und wir haben auch schon ganz viele Blogger und Models und hier wurden auch schon Musikvideos gedreht. Es gibt super coole Locations. Wir werden das heute richtig gut ausnutzen und auch ein bisschen was drehen. Genau, wir werden einfach euch erstmal das Pop-Up Museum zeigen und so ein paar Spots. Was kann man hier machen? Mhm. Was gibt es hier? Und wir nehmen euch natürlich den ganzen Tag heute in Köln auch mit. Genau, dazu gibt es auch einen Vlog, der ist auch schon online. Da auf jeden Fall auch vorbeischauen. Da seht ihr unseren kompletten Tag in Köln und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Ja, wir sind schon ganz aufgeregt und Claudia ist heute auch mit dabei. Ja. Oh, ich kriege mein Grinsen gar nicht aus dem Gesicht. So, wir sind jetzt im Candy Museum und Leute, so mega. Das ist echt richtig, richtig cool. Ja. Man darf hier filmen, man darf hier Fotos machen, man hat richtig viele Spots. Mhm. Also Wahnsinn. Es geht über 3 Etagen. Es ist total die Reizüberflutung. Es ist so bunt und so cool. Ja. Und wir werden euch jetzt mitnehmen. Wir testen das heute und zeigen euch natürlich mal so die einzelnen Spots, was man für Fotos machen kann. Und wir testen das Ausdrehen selber natürlich ein bisschen, es gibt sogar coole Fotos. Es gibt sogar ein cooles Auto, was total Claudia hat sich auch schon gefreut, der ist nämlich hinter der Kamera. Mhm. Und ich würde sagen, wir nehmen euch mal mit. Also ihr könnt sehen, hier ist eine richtig coole Leitwand. Also hier kann man auch richtig, richtig coole Fotos machen. Ich glaube, wenn man dann so die richtige Perspektive hat, wird es richtig, richtig cool. Und Eva hat auch gerade schon was Cooles entdeckt. Und zwar gibt es jetzt auch hier so, wo man ganz, ganz viele Geldscheine hat. Haus des Geldes. Und da geht Eva jetzt mal hin. Also wie cool ist das bitte, Leute? Bei den Evas Haare sind gleich richtig clean. Nein. Also man kann hier mal richtig coole Fotos machen. Das ist wie so ein Kinderspiele-Paradies. Ja. Guck mal, wie sich Claudio freut. Wie süß. Ja, es ist wirklich schön. So, jetzt geht's nach oben. Man kann ja eigentlich richtig viele und coole Outfits mitnehmen. Aber wir haben nicht so viel mitgedacht. Wir haben zwar ein bisschen was mit, aber ganz so viele coole Outfits haben wir jetzt nicht mit. Aber es gibt Umkleidekabinen. Also man kann sich hier umziehen. Also wir haben ja auch welche gesehen, die haben da Koffer ohne Ende mit. Wenn ihr da ein richtig cooles Shooting machen wollt, ist das auf jeden Fall richtig cool. Ja. Und wichtig ist, nach jedem Gang muss man sich die Hände desinfizieren, nicht vergessen. Ja, genau. Natürlich sind auch hier wichtige Corona-Maßnahmen. Wenn man dreht, darf man die Maske abnehmen, wenn man alleine ist. Aber nach jedem Set, wo man ist, Hände desinfizieren und natürlich Maske dann auch. Und man hat genug Platz. Das ist auch ganz wichtig. Ja, also es sind auch nur bestimmte Leute hier drin an Anzahl. Also hier wird alles gut gemanagt und sehr, sehr gut. So, jetzt gehen wir aber hoch. Was? Wir sind in Japan. Eva, was ist denn los? Oh mein Gott. Ich glaube, Eva freut sich. Eva. Das passt aber echt gut zu deinem Haus. Vorsicht. Eva, haut gleich alles auf. Nein, nein, das ist festgemacht. Also Leute, ich bin überfordert. Eva hat eine totale Reizüberflutung. Das ist klar. Aber Leute, schaut euch das mal an, du kannst ja mal hier umsehen. Alles in rosa, ne? Schau, eine Telefonzelle haben wir auch. Oh ja! Hallo! Hallo again! Frühstück bei Tiffany! Warte, warte! Warte, mach mal ab. Wie geht das Lied? Come on, Barbie, let's go, Barbie! Wir haben heute Ken mit. Also das ist Wahnsinn, ne? Das ist richtig cool. Also ihr könnt coole Fotos machen. Ja. Ihr habt auch überall hier solche Lichtdinger. Ja. Das war auch sowas, das hatte ich mich vorher gefragt, wie das so mit der Beleuchtung ist. Aber es ist so richtig gut ausgeleuchtet. Was ist bei uns? Ja, ja. So, wir gehen mal hier weiter. Wir zeigen euch ja alle. Oh, hier gibt es so eine Outdoor-Badewanne mit Wellen. Komm, Eva, geh mal rein. Oh, ja, komm. Gönn mir einen Wellness-Tag. Eva geht baden mit Klamotten. Ja, du sagst Schuhe aus in Bällebad. Ja, das stimmt, Schuhe Eva. Aus, Schuhe aus im Bällebad. Oh, hast aber ungünstige geschafft dabei, oder? Nein, warum? Dauern die nicht so ewig? Unsinn. Ich kenne mich aus mit die Schacks. Ihr könnt mich in 2 Stunden wieder abholen. Ich mach mal ein paar Fotos nebenbei von Eva, ne? Ja. Damit man das da drin passt. Also Eva. Und fühlt es sich gut an? Sehr gut.
das hin. Warte. Sie kriegt das hin. Ich wollte Matrix machen. Sie kriegt das hin, ja, ja. War gut. War okay? War besser. War sehr gut aus. War besser. Also ihr könnt sehen, man hat hier so richtig coole Spots, wo man so... Oh, das sieht voll süß aus! Warte, ich will ein Foto von euch machen. So, Eva, was hast du hier entdeckt? Ich habe ein Eichhörnchen gesehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was die Idee ist. Ich glaube, die Idee ist, dass man das dann hier so drüber macht und dann kann man... Keine Ahnung. Ach. Nicht. Auf jeden Fall kann man hier irgendwas mit dem Eis machen. Gehen wir weiter. Man kann sich da reinsetzen. Ich habe ja im Internet ein Foto gesehen. Ja, man eine riesen Spiegelwand. Das ist sehr stylisch. Ja. Cool. Ja, cool. Komm, wir warten auf den Bus. Ja, ich warte hier auf den Bus. Der niemals kommen wird. Schauen wir mal, Fotos hier nebenbei hier. Setzen wir meine Maske auf, wie man auf den Bus wartet. Welcome in the supermarket. In the supermarket where ja. The only place here. Also hier kann man auch richtig coole Fotos machen. Jetzt setze ich mal meine Maske auf, weil jetzt sind auch andere Leute hier, da müssen wir sie wieder aufsetzen. Also hier kann man ein richtig cooles Spot machen. Das ist natürlich auch alles leer. Da würde ich dich beraten, ich möchte gerne Cornflakes kaufen. Welches könnt ihr mir empfehlen? Cornflakes? Ja, ich will schon mal. Ja, gucken Sie mal, die Superflakes. Ja, die kann Superflakes. Ich Ihnen sehr empfehlen. Und was ist mit denen? Das sind ja auch die Superflakes. Wo ist da der Unterschied? Schmecken alle gleich. Warte, ich setze mich rein, Eva. Komm, rein. Was ist das denn? So? Ich hänge fest. Du kriegst nicht, warte, ich muss mich schieben, Eva. Ja, ich muss schieben. Ja, schieb. Wuhu! So, Eva, wo ist denn Bianca? Bianca ist leider nicht pink angezogen, deswegen ist sie im Pink-Gefängnis. Was machst du hier? Ich wurde eingesperrt. Oh. Hashtag Free Bianca. Ja, ich lasse dich frei, Bea. Free Bianca. Darf ich sie freilassen? Ja, komm. Ja, komm. Komm wieder mit. Vielen Dank. Dankeschön. Ich bin wieder frei. Aber richtig cool. Ja. Mega, ne? Aber eigentlich müsste Claudio hier rein. Ja. So, was auch richtig cool ist, ihr habt ja auch Waschmaschinen. Das sind tatsächlich noch echte Waschmaschinen, die kann man aber natürlich nicht anmachen. Und damit kann man auch richtig coole Fotos machen. Und ihr habt sogar echtes Waschmittel. Aber bitte nicht aufgehen. Nicht aufmachen. Aber ihr habt bestimmt schon einige Fotos gesehen, auch bei Instagram. Also hier kann man richtig coole Fotos machen. Ja, dann zeig mal, was würdest du so für ein Bild machen? Ja, ich würde jetzt ein Bild machen und würde mich jetzt hier oben drauf setzen, wenn ich hier hochkommen würde. Oh. Zurück und ich schwitze wie verrückt. Ja, also es ist anstrengend, ne? Ja. Also man ist unterwegs, man macht Fotos, man hat so viel Spaß dabei. Also es ist so faszinierend. Für euch zur Info, man kann sozusagen so je nach Stunde, wie lange man bleiben will, eine Stunde, zwei Stunden und wie man jetzt zwei Stunden genau. Hier. Das Ticket kostet 30 Euro oder knapp 30 Euro, 29,90 Euro, glaube ich. Genau. Und dafür ist man zwei Stunden hier. Genau, Eva hat auch noch Eis bekommen. Inklusive Eis. Und natürlich ist es sozusagen, wenn man nur Fotos machen will, man kann coole TikTok-Videos drehen. Und wir haben natürlich jetzt auch für euch ein paar Videos gedreht, ja. Inklusive ein 10-Arten-Video und dann noch Fotos gemacht. Und es war ganz schön anstrengend, ja. Aber es war eine richtige Reizüberflutung. Also es war richtig, richtig cool. So cool. Es ist so neonfarben, das macht so viel Spaß. Viel Rosa, aber es ist auch so richtig cooles Beauty-Spot. Ja, ist mega. Und man sagt ja immer, man denkt immer, das ist nur was für Mädchen. Mm-mm. Sogar Claudio hat das halt richtig cool gefunden, ne Claudio? Ja. Soll ich dich auch und noch es waren sonst auch einige Jungs da. Ich fand es eigentlich ganz cool, muss ich ehrlich gestehen. Man konnte coole Bilder machen. Ja,
mein Highlight war tatsächlich das mit den Lichterstrahlen. Weißt du, was ich meine? Ja, mit den LED-Lichtern. Genau. Da, ne? Ja, das war ganz cool. Man hatte richtig viele Spots mit dabei und konnte halt richtig coole Fotos machen. Und da waren auch so ein paar, die sahen sehr professionell aus, was die da gemacht haben. Was war dein Highlight, Bianca? Mein Highlight war eigentlich alles. Mein Highlight war eigentlich das Foto, was ich mit Claudio gemacht habe im Waschsalon. Stimmt. Das war mein Highlight. Das ist richtig cool geworden. Ja. Das muss ich mir auf jeden Fall noch angucken. Ich glaube, mein Highlight war das Bällebad. Ja. Stimmt, da warst du auch so richtig heavy drin, ne? Mhm. Ja, Leute, ihr könnt natürlich uns auf DIY-Inspiration-Official auf Instagram folgen. Da findet ihr natürlich ganz, ganz viele schöne Bilder von uns, die wir heute gemacht haben. Das auf jeden Fall. Und wie gesagt, es kommen noch Videos. Es ist auch schon der Köln Vlog online. Auf jeden Fall reinschauen und... Ja, dann sehen wir uns gesund. Achso, Daumen nach oben da lassen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr Bock habt, weiterhin was von uns zu sehen. Abonnieren, kleine Glocke aktivieren, nicht vergessen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Schämst du dich? Nö. Guck mal, denen ist das richtig unangenehm in der Öffentlichkeit.